Ach, das ist mal Healer. Okay. Das ist die Stadt, Leute. Yay! Mach dann auf Goku, er passt im Kampf nicht auf. Die Wüste fehlt halt. Ja, die Wüste wird auch noch bis zum Ende des Projekts fehlen, weil ich die wahrscheinlich nicht machen werde. Da hab ich keine Lust drauf. Das Sonnenkreis-Podium, da gibt's doch gar nichts. Da kann man nichts machen. Also jedenfalls in Sonne und Mond gab's da nichts. So. Und fast alle Level 37. Richtig krass. Eine TM, na immerhin. Immerhin etwas. In der Wüste findest du den Trainer vom einsamen Velosi. Verdammt. Dann muss ich's machen. Aber nicht mal heute. So, wer ist denn der Trainer? Du da? Wer bist du? Was willst du von mir? Du erzählst den Brief von dem Stand, den du in Ulola gefunden hast. Unmöglich! Eine schriftliche Herausforderung von Brian, meinem großen Idol? Ich möchte dich nur ungern in meine privaten Angelegenheiten verwickeln, aber du nun mal von mir, da du nun mal die Überbringerin der Nachricht bist, musst du gegen mich kämpfen. Okay. Kein Problem. Wir sind beide auf einer Wellenlänge. Sehr schön. Also dann fackeln wir nicht lange. Los geht's. Das Leben ist Brian. Alter, das ist Botogel, Leute. Es ist Botogel. Es ist Jan. Bitte einmal zu Jan in den Chat, solange das Emote noch existiert. Ich habe irgendwie nicht die besten Pokémon vorne heute. Bakana! Wirklich? Das hat sogar sowas ähnliches wie Schaden gemacht. Ich bin zutiefst beeindruckt, Leute. Ich bin zutiefst beeindruckt. Und da droppt er einfach wie die Dennis vorhin an jeder Attacke. Sorry, Dennis, Schatzipu. So, und das Pampulio noch weghauen. Geduld. Ja, nur Geduld wird dir da auch nichts bringen, mein Freund. Willst du das Emote wegnehmen? Sobald wir keinen Platz mehr haben? Ja. Aber erst folgen andere Emotes, die vernichtet werden. Zum Beispiel Hammer Time. Brian hat sich um mich gekümmert, als ich noch in Kanto war. Er ist ein Trainer. Er ist ein Trainer in einer super berühmten Arena, mein absolutes Idol. In letzter Zeit habe ich mich jedoch etwas gehen lassen und immer seltener geschrieben. Deshalb hat er auf diese Weise versucht, mich zu erreichen. Verrückt, wenn man bedenkt, was für ein Glück es war, dass du die Flaschenpost überhaupt gefunden hast. Auf der einen Seite tut es mir leid, dass ich dich in die Sache hineinziehen musste. Auf der anderen Seite bin ich aber froh, dass wir beide gegeneinander gekämpft haben. Hier, eine kleine Entschädigung muss sein. Ich werde so mit Triperlen und Nugget und sowas zugeballert. Vielleicht wäre die Inselwanderschaft jetzt genau das Richtige für mich. Das könnte mich als Trainer weiter voranbringen. Schließlich will ich irgendwann wieder nach Kanto und Brian zeigen, was aus mir gemacht habe. Junge, du trainierst ein Botogel. Ich glaube, für dich ist jede Zeit schon irgendwie längst überschritten. Okay, hätten wir den Teil der Quest erledigt. Dann wieder zurück zum eigentlichen Geschehen. Aha! Kleine Entschädigung. Erstmal eine Triperle. Ist wirklich so, ne? Ja, was ein Glück, dass die Flaschenpost überhaupt an Lola angekommen ist. So kann man das natürlich auch sehen. Gibt es in der Arena einen Trainer namens Brian? In irgendeiner Arena? Müsste man mal recherchieren. Würde mich aber auch interessieren, ehrlich gesagt. Würde mich aber nicht mal wundern, wenn sie da wirklich drauf geachtet hätten, ehrlich gesagt. So, ich wollte ein paar Gegenstände verkaufen. Züchtet sie ein perfektes Shiny Botogel. Ja, dann viel Spaß dabei und viel Erfolg vor allem. Da,
Riesennugget. So, direkt zweimal weg damit. Junge. Man wird in neuen Generationen echt zugeballert ohne Ende mit so einem Stuff. Aber ich beschwere mich nicht. So, haben wir das noch. Guck mal, jetzt könnten wir uns schon fast einen Teil der Klamotten leisten. Der war, glaube ich, auch zum Verkaufen, oder? Ich glaube schon. So. Für das Weihnachtsfeeling. Ja, wohl wahr. Muss aber auch viel für die Kleinen ausgeben. Ja, das meinte ich ja gerade. Vor allem das die Mantidea-Klamotten, die ich ja eigentlich unbedingt haben möchte. Aber die kosten viel, zu viel. So, wir gehen uns noch mal kurz hier bei dem Podium da die TM abholen, die es dort geben soll. Oh Gott, es ist Ledian, Leute! Immer wieder Ledian. Spätestens am Ende der Story bekommst du Unmengen Geld. Ja, wenn es wieder so ein Dingens gibt. Material für circa 2,4 kk, ja. Was hier passiert ist, ist eine gute Frage. Lady Yan. Genau das, Brady, genau das. So. TM, TM, TM. Gib mir die TM. Während ich mit Tauros hier durch das Gebiet rase. Hm, sogar gar nicht mal so eine beschissene. Kaka, fast, Suiknils, fast. So, die war ja schon direkt ganz am Anfang, der Leder-Jan. Der Jan, der besonders auf Leder abfährt, Leute. Har, har. Muss aber sagen, auch wenn dafür, dass wir heute so viel Gemantak surft haben, dass dadurch, dass die Insel fast komplett aufgedeckt ist, die Karte, jetzt ist sie, glaube ich, sogar komplett aufgedeckt, fühle ich mich so, als hätten wir heute mal ordentlich Fortschritt gemacht. Wobei es eigentlich nur eine Prüfung war, wenn man mal so überlegt. So, da war ein Sticker, ich habe es genau gesehen. Flatsch, 64 Leute, Nintendo 64! Alter, das sind die richtig alten YouTube-Memes. Kennt die noch jemand? Der hat das an seinem PC geklebt? Weißt du, wie sauer ich da wäre, wenn hier irgend so eine Pissnelke in mein Zimmer kommen würde, um da irgend so einen ranzigen, leuchtenden Sticker an meinen Rechner zu kleben? Fast so gut wie Chroms Ledergürtel. Hm. Was meinst du, woher Jan den hat? Bauer! Schön. Flatsch. Fünf noch. Bei 70 gibt es bestimmt eh wieder ein neues Pokémon. So, also erstmal die Stelle hier, bei der man nie weiß, ob man jetzt alles gefunden hat oder nicht. Deswegen werden wir da ein paar Mal hoch und runter gehen müssen. Warte, Rotom, du deckst die ganze Zeit die Karte zu. Halt doch mal die Schnüster unten. Ich weiß, du mal, am Anfang fand ich das Rotom ja echt süß, so irgendwie, das mit einem interagiert und so weiter und so fort, bla, aber ich denke mir die ganze Zeit so, Rotom, please. Rotom, why? Ja, so war sicher zu faul, um aufzustehen und hat es deshalb in seinen Rechner geklebt. Stimmt, vielleicht hat er das ja selber gemacht, das kann ja auch sein. Das wäre lustig. So. Vielleicht muss ich diesmal nur zweimal runterspringen. La 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 la. So, hier komme ich jetzt, glaube ich, wieder an die Ausgangsposition. Genau. Und Rotom so, hey, listen! Ja, er legt schon ähnliche Verhaltensmuster an den Tag, das ist wohl wahr. Wobei ich Navi jetzt zum großen Schock der meisten Leute nie nervig fand, muss ich sagen. Hier, ja, so klebt mal die Sticker auf. Muss ich? Ja, okay. Klebt es an seinem Rechner. Fertig. Da bin ich aus Versehen dieses Grasbüschelchen gelaufen. Entschuldigung.
Ey. Geil. Hätte ich schon Bock auf Alola Geowatz, wenn ich nicht Magnezone hätte. Nee. Ist mit der Fähigkeit besser, mit der Hidden Ability, die wir nicht haben werden. Rotom will ich einfach nur nerven. Rotom, ich muss die Karte sehen. Hör auf zu reden. Das war hier, glaube ich, ne? So, mein Gott. Da-dam, da-da-dam, da-da-da-dam. Ich fand Navi auch nie nervig. Gab viel Schlimmeres, ja. Rotom zum Beispiel. Thala aus Majora. Hieß die Thala echt? Weiß ich gar nicht mehr, wie die hieß. Fei. Ja, richtig. Fei ist das Nonplusultra an Abfuck. Schlechthin. Nicht übertroffen. Bis heute nicht für mich persönlich. Ich bewerfe dich einfach mit meinen Samen und hoffe, dass du mich nicht mit deinen Giftattacken zu hart treffen wirst. Okay, Toxin kann ich mit leben. Toxin kann ich mit leben. Und jetzt Ornstein so, ich aber nicht so gut. Mein Gebieter. Schnauze! Was natürlich krass ist, ich spiele momentan privat super viel Dark Souls. Und das macht es für mich noch schlimmer, weil da wirst du halt wirst du gar nicht an die Hand genommen. Dass du hier, spiel das Spiel, finde selbst heraus, was du willst, Knecht. Und deswegen bin ich super allergisch, wenn man einfach die ganze Zeit an der Hand genommen wird, so nach dem Motto, hier, du musst jetzt das so machen, jetzt so, ja, kannst du schon laufen, du kleiner Knecht, ja, dann mach doch mal. War klar, dass das jetzt wieder zitiert wird, Leute, und das ist der Fluchtwert, der steigt. Nein, Mama! Bitte Rhabarberbob, finish es einfach, bitte Rhabarberbob, Rhabarberbob, Rhabarberbob. Sagt mal ganz oft Rhabarberbob, Leute, bis ihr euch versprecht. Rhabarberbob, 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 Rhabarberbob. Irgendwann klingt es auch wie Rhabarberbob. Gut, du hast getroffen. Dankeschön. Ja, Breath of the Wild war auch so im Sinne von, hier, spiel das Spiel. Guck mal, so fängt man Pokémon. Genau das Predator mit Forehead auch noch. Rotom, ich will die Kackkarte sehen. Musst du immer reden, nach jedem Kampf. Wenn man das zumindest irgendwie ausstellen könnte. Boah, ich einfach so Rotom, was drückst du da für einen Knopf, Trainer? Nein, 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 Dude. Dead. Rip and Pepperoni, Rotom. Da gehen wir das ständige Link. Das ständige, das war doch super selten nur. Also in 100 Spielstunden vielleicht 3-4 Mal oder so. Rotom tot. Der hat einen Alpollo. Was ist denn bei ihm nicht in Ordnung, Leute? Richtig krasser Dude hier, oder? Pokémon Gold Silber waren, glaube ich, die einzigen mit optionalen Fang-Tutorial. Warum können sie das nicht weitermachen? Das frage ich mich auch. Das hat doch niemanden gestört in Sonne, in Sonne Mo, sage ich schon, in Gold und Silber. Wobei man auch sagen muss, dass sie in der zweiten Generation das so hatten, dass du Pokémon, wenn du dein Team voll war, die direkt auf die Box geschickt wurden, was sie dann auch irgendwie bis Generation 7 war es, glaube ich, wieder abgeschaltet haben. Werde ich auch nicht verstehen können. Ich würde Rotom gerne aus den Decks rausprügeln und einen Pokéball stecken. Ja, wenn man mit dem Rotom kämpfen könnte, wäre das tatsächlich ziemlich stylisch, muss ich sagen. Also so als neue Rotom-Form. Bleibt irgendwie Elektrogeist oder so, hat dafür aber irgendwie irgendwelche anderen Skills oder so. Das wäre schon cool. Wann gab es denn außer am Anfang Link? Ich glaube, immer wenn man so einen Dungeon fertig hatte oder so. Bin ich nicht sicher. Wisst ihr, was das Schlimme ist? Außer Fuchtler zählt ihn auch keine einzige Attacke, die zu 100% trifft. Das ist irgendwie nicht besonders förderlich für unsere Zwecke. Möchte ich mal nebenbei anmerken, so. Daddledidam. Grimasse. Nee. Ich krieg echt Hunger langsam, Leute. Wir werden den Stream auch bald beenden. Yes, Shiny Arctos. Glückwunsch, Tusti. Da ist der. Da ist die Leber.
welchem Level ist eigentlich der nächste Bromley-Kampf? Da in Po. Hättest du dir mal einen VF-Wurz geholt und zur Nachtform gemacht. Nee, lass mal. 42? Wirklich? Oder ist das jetzt, hast du es öfter geschrieben, weil oh lol, 42, die Antwort auf alles. Död. Geil, Steinhage, Leute. Weil ich so ein Riesenfan von Gesteinsattacken bin. Was für Attacken hat Gewalt da eigentlich aktuell so? Der hat noch Felsgrabe, dann kann ich das mal wegmachen. Was? Nein, verdammt, was habe ich jetzt gemacht? So. 41. Ich glaube, dann mache ich den EP-Teiler wirklich gleich wieder an, sobald alle Level 37 sind. So. Und die Staublinge kriegst du auch wieder, bitteschön. Kann bestimmt jeder lernen. Ist sehr ein sehr weiser und kleiner Mann, sagte einst. Alles kann Gesteinsattacken. Ja. Traurigerweise ist das leider auch so. Ist da ein Sticker drunter oder warum liegt da ein einzelner Haufen? Junge, predicted, Leute. Ich habe das Spiel gelesen. Gelesen habe ich das. Hast du bei. Hast du eigentlich bei Pokémon schon mal in ein Death End gespielt? In ein Death End? Was soll das denn sein? Was das sein soll, ich nicht Ahnung haben. Das ist doch die, die so ein Mega Venofliebes ist. Mega Venofliebes ist, genau. Mega Venofliebes Fan ist. Es wäre mega lustig, wenn sie jetzt eins hat, aber sie wird eh keins haben. Nope, sie hat Rettern. Ein Softlock. Ich glaube nicht, dass man sich in Pokémon irgendwie softlocken kann. Ich glaube, da wurde schon sehr akribisch drauf geachtet. Allein schon mit den VMs und so weiter, wie das früher funktioniert hat. Würde ich wetten, dass das nicht geht. Nicht so richtig jedenfalls. So, Leute. Und dann haben wir es tatsächlich doch noch bis zu den Toren geschafft, was ich auf jeden Fall heute noch als Ziel, also was heißt, das wollte ich nicht als Ziel haben, aber finde ich gut, dass wir es bis dahin geschafft haben. Wenn wir das da oben uns gleich noch kurz umgucken. So, und der P-Teiler wird jetzt erstmal wieder angemacht. Ein Dead End, zumindest gehe ich davon aus. Ja, ja, weil, wie gesagt, so Softlocken halt, im Sinne von, dass man nicht mehr weiterspielen kann, weil man sich irgendwie in der Sackgasse manövriert hat. Hast du bei Pokémon mal einen Fehler gemacht, nachdem du das Spiel nicht mehr beenden konntest, weil dir was gefehlt hat? Also, wenn das möglich ist, ist das verdammt schlechtes Game Design, aber ich glaube, wie gesagt, dass es gar nicht möglich ist. Ich glaube, dass das nicht möglich ist. Also jedenfalls heutzutage nicht mehr. In den alten Generationen würde es mich nicht wundern. So, gerade Blau und Silber waren ja super flawed. Auch wenn manche das nicht wahrhaben wollen, Leute, aber die erste Generation sagt. Oh, hat er das wirklich gesagt? Ja, sorry, ist aber so. Also jedenfalls, was das angeht, mega flawed. Also, da würde es mich nicht wundern, wenn es da funktioniert. Weil ich nicht mal weiß, ob es in der ersten Generation so eine Abfrage gab, wenn man VM-Pokémon freilassen wollte. So, we hated Jane Runners. So wie sofort D-Abo. Willst du etwa beim Typskal mitmachen, Mann? Warte mal, du hast doch so einen Z-Kraftring. Ey, was geht ab? Bist du auf Inselwanderschaft oder was? Warte, jetzt habe ich es geschnallt. Du willst uns nur dissen, weil wir die Inselwanderschaft hingeschmissen haben. Glaubst du nicht etwa, dass du hier einfach so aufkreuzen und uns runtermachen kannst? Ich wollte niemanden runtermachen, ich wollte nur hier aufkreuzen. Aufkreuzen und runtermachen sind zwar verschiedene Sachen, oder? Macht ihr sofort jemanden runter, wenn ihr irgendwo aufkreuzt, Leute? Hallöchen, du bist scheiße. Aber ich habe doch nur meine Brötchen ins Regal geräumt. Ich nehme zwei Stück übrigens. Dankeschön. Nee, muss ja nicht gleich gleichgesetzt sein, ne?
Man konnte in der ersten Giant Attack VM nie wieder verlieren. Das stimmt tatsächlich, weil es keinen Attackenverlerner gab. Alter, die Lags, Leute. Oh, shit. Ich greife einfach alle an. Scheiß drauf. Ornstein tankt das einfach. Ornstein tankt das, sag ich euch. Ich kreuze ihn nicht, sondern tschüss, du Betrüger. Boom. Sag ich doch. Und er fällt es einfach um. Rhabarberob. Rob vor allem. Bob. Mit Level 37. Schön, es sind alle für Level 37. Sonnentag. Das war Chlorophyll, aber lass mal. Konnte nicht der Fritz in Lavandier-Attacken verlieren? Ich glaube nicht, oder? Ich meine, da gab es keinen. Oh shit, der Razor Raid und gleichzeitig Host mit 74 Zuschauern. Dankeschön. Und der Fanmate gleich hinterher. Alter, die Razor X Fanmate Community. Mir ist gerade kein cooler Begriff für euch beide zusammen eingefallen. Ja, vielen, vielen Dank. Ihr seid perfekt gekommen, weil wir ungefähr in 5 Minuten wahrscheinlich auch den Stream beenden. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und genießt die letzten 2, 3, 4, maximal 5 Minuten des Streams. Wahrscheinlich nicht mehr 5 Minuten. Ich hoffe, habt ihr zusammen gestreamt? Da muss ich doch jetzt mal direkt nachfragen. Ich hoffe doch, dass ihr die Voice Chats benutzt habt, die ich extra auf unserem Discord-Server für euch eingerichtet habe, ihr Keks. Das will ich doch hoffen. Einfach perfekt. Richtig. Starke Trainer, kann ich nicht ab. Nur weil du uns besiegt hast, lassen wir dich noch lange nicht hier durch. Hey Mädchen. Du siehst so aus, als wolltest du hier rein. Bist du dir da ganz sicher? Bereite dich lieber gut vor, denn hinter diesen Türen wartet Team Skullman. Wer durch diese Pforte schreitet, tritt ihn bei oder fordert sie heraus. Hätten wir, aber es war jemand dabei, der nicht zum Squad gehört. Ah, okay, ja gut. Ja, okay, dann seid ihr freigesprochen. Hast du dir das gut überlegt? Ja, klar. Du wirst schon wissen, was du da tust. Jeder von uns hat zu seinen Gründen. Aber seht ihr das? Tim und Razor, ich bin fast... Also Tim und Timo, das klingt doch schöner, wenn man so sagt. Ich bin fast auf der 4. Insel. Nach 5 Wochen. Hier, ich öffne dir die Tür, Mann. Und keine Sorge, sollst du sie schaffen, werde ich deiner Familie Blumen schicken. Der ist so geil, der Typ. Jascha, 16 Jahre Treue. Vielen, vielen Dank. Yasuo ist übrigens auch ein sehr cooler Charakter. Nicht zu verwechseln mit Timo und Fanmate. Ja. Ich war noch nie so stolz. Jo, check mal diese Pfeile da aus. Diese Pfeile? Ach, Pfeife! Wie Pfeile? Sagt man das heutzutage so? What's up? Die stört voll unseren Flow. Lass das Girl im Regen stehen, Mann. Wir haben schließlich unsere Ballade. Ich meine Barrikade. Willst du dir jetzt extra aus dem Weg räumen, um es bald einem überzuziehen, oder was? Das Recht, Alter. Mach die Biegefliege. Junge, Tex Avery Show lässt grüßen. Solange du keinen Schleichweg findest, kannst du draußen gern versauern. So. Wir haben es tatsächlich noch geschafft bis Po'u. Ich bin zutiefst beeindruckt, Leute. Nach unserer Mantak-Surf-Aktion hätte ich das nicht erwartet, ehrlich gesagt. Was wir jetzt machen werden... Ich werde mich vor die Wüste stellen und ich mache das nur... Ich werde das nur machen, weil... das Velosi traurig ist. Und ich gehört habe, dass man da den Trainer findet. Das ist der einzige Grund, warum ich die Wüste doch mitnehmen werde. Aber das machen wir nicht mal heute. Das kann ich schon mal sagen. Lala, lalala. Wo hast du angefangen, Sui? Direkt nach der Elektroprüfung war das, glaube ich. Ziemlich genau. Teddy-Liebe, richtig. Velosi darf nicht unglücklich sein. Velosi ist viel zu cute dafür. So, gönnen wir uns erstmal wieder hier ein paar Top-Shots. Die reichen hoffentlich aus für den Rest des Spiels. Nächste Woche gibt es dann wieder einige Quests, die dann nachts gehen. Nächste Woche, du meinst am Donnerstag. Wir spielen nämlich zweimal Ultramond. Der helle Wahnsinn, Chris. Bist du sicher? Ja, ich bin sicher. Wow, du bist der coolste Streamer auf Twitch, Mann. Ich liebe dich. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Nicht alle auf einem... Man darf ja wohl noch träumen dürfen, oder? Ah, man wird ja wohl noch träumen dürfen. Okay, mach auf. Los.
Das ist der Z-Kristall. Das scheißt mir einen aufs Auge. Du hier, Geister-Z-Kristall. Jascha, vielen, vielen Dank, dass du Tim als Glücksknilz adoptiert hast. Sogar als Ultra-Glücksknilz. Ich danke dir vielmals. Du bist so cool, Mann. Ja, siehst du, Timo? Ich wusste es doch. Dankeschön, Timo. Dankeschön. Vielen Dank. normales Wasser. Oh. Wow. Wow, warum fragst du mich dann? Was willst du haben, das oder das? Ich will das haben. Das will ich selbst behalten. Hier, nimm das andere. Was laberst du mich gerade zu? Was willst du von mir? Zitter Orb, okay, ja, still in der Pokémon, hat sie gerade selbst doch gesagt. Junge! Du bist dafür bezahlt, die Barrikade aufzumachen. Alles Weitere kannst du deinem Friseur erzählen, okay? Dankeschön. So, Leute, das heißt, wir sind jetzt quasi ready. Und beim nächsten... Ich wollte mich nur in Position bringen und es kommt instant ein wildes Pokémon, Leute. Ich werde sofort belästigt. Was ist da eigentlich los? Alter, von einem Rockheimer, lass mich aber gerne belästigen. Hallöchen, du cooles Pokémon. So. Jetzt habe ich kein Geld mehr. So. Wir können den Schutz aber schon mal aktivieren, habe ich gehört. Ich habe gehört, coole Kids machen das so. Einstweilige Verfügung erheben. Da. So. Also, Leute. Wir sind fertig. Mit den Nerven sowieso. Und auch mit dem Stream für heute.